So, ein herzliches Willkommen zu zurück. Ja, wir hatten ja in den letzten Folgen über diese Mate-Mod gesprochen und dass der so wunderschön ist und wie sie leider aber noch nicht einsetzen können. Also ich wechsle mal ganz kurz hier auf dem ersten Bildschirm. So, hi. Schönes Bild, by the way. Aufnahme läuft, Aufnahme läuft. Sehr schön. Es ist aber nicht die einzige Änderung, die mittlerweile auf meinen Servern ist. Also auf den Servern für sich schon, aber jetzt insgesamt nicht. Es gab nämlich noch was, und zwar habe ich ein paar ältere Server wieder reanimiert. Also eigentlich dauerhaft aktiv nur ein. Und zwar läuft mein Raspberry Pi wieder. Auf dem Raspberry Pi hatte ich ja diesen einen Server laufen, den ich an Chest abgegeben hatte. Also der Server wird zwar von mir gehostet, aber der Admin auf dem Server bin nicht ich, sondern Chest. Für den habe ich das ganze Ding also an ihn. Ja, wie sagt man es an? Ich habe ihm den Server quasi geschenkt, wenn man so möchte. Der Server läuft, wie gesagt, auf einem Raspberry Pi, also als physische Hardware, auf einem Raspberry Pi 1B Plus. Und der ist auch nicht für MyTest 5X gedacht, sondern tatsächlich noch für die ältere Generation, also MyTest 0.4.17.1 läuft da drauf. Genau. Da läuft so was Ähnliches wie so ein Vanilla-Server drauf. Bitte nicht mehr die 4, das wäre Katastrophe. Was, Claire? Nee. Sollte passen. Den Server gab es ja schon seit einer Ewigkeit. Ich habe eine Nachricht bekommen. Und der war aber auch in der Ewigkeit nicht mehr verfügbar, weil ich hier durch den ganzen PC umbauen bei mir, ne, neue PC und auch weil ich jetzt eine neue Arbeit hatte und so und sich da viele Sachen überschlagen haben. Man hat ja auch gemerkt, dass ich bei MyTest selber, ne, wesentlich weniger aktiv bin. Und dabei ist natürlich auch dieser Server dann irgendwann untergegangen. Ja, und jetzt ist der Server halt wieder da. Also, wer selber noch irgendwie mit Mindtest Version 0.4 spielt oder ja, so, ne, der kann hier gerne diesen Server besuchen. Der heißt so: Raspberry Pi 1 Modell B Plus Server. Ja, das ist der. Ne, nichts mit German oder ähnliches, weil der Server wird halt von Chest administriert. Und Chest ist halt ein Eng, also er spricht zumindest Englisch, amerikanisch. Und dementsprechend ist Server halt auch nicht deutschsprachig, sondern halt Englisch. Und dementsprechend, ja, nur die Leute drauf joinen, die der englischen Sprache wenigstens so mächtig sind wie ich. Genau. Genau. So. Ansonsten habe ich auch noch meine beiden alten anderen Server rausgekramt, die genau. Meinen alten Mindclone-Server und meinen alten eigenen Raspberry Pi-Server. Ich kann die beide mal ganz kurz starten hier. Die laufen jetzt erstmal nicht so hauptsächlich aktiv, hat man gerade gesehen, musste ich erstmal starten, weil die tatsächlich zu viel Bandbreite schlucken. Und mein Internet ist so schon nicht das Beste und da möchte ich nicht auch noch hier zusätzlich. Ja, denn irgendwie, weiß nicht, zusätzlich noch belasten, indem wir irgendwelche anderen Server drauflaufen. Genau. So, das sind dann die beide hier. Die hatte ich auch schon alle mal vorgestellt gehabt. Mein alter Vanilla, mein alter Mindclone-Server. Vor dem großen Reset. Ah. Ich habe übrigens nur noch ein Herz. Warum diese? Klappt das? Ja. Oh mein Gott.
Warte mal hier. So, jetzt will die Herzen auf, du. Genau. Ne, der alte Minecraft-Server kennt er ja. Hab ich ja schon mal gezeigt gehabt. Und die auch ganz früher auf meinem Server schon aktiv waren, Grüße an JJK1. Die kennen den Server sowieso, weil, wie gesagt, das war mein alter Server vor dem großen Reset. Und der Raspberry Pi Server, den hatte ich auch schon mal gezeigt gehabt. Auch wenn ich jetzt gerade absolut nicht mehr weiß, welches Passwort ich da habe. Ich könnte das Passwort einfach zurücksetzen. Oder ich probiere einfach mal ein bisschen rum. Eine allzu große Auswahl sollte es da ja nicht geben. Das war schon mal scheiße. Yeah. Das war auch nicht korrekt. Das war auch nicht korrekt. Scheiß die Wand dann. Ich glaube, ich muss doch zurücksetzen. Ah, das war korrekt. So, ne, dieser gute alte Raspberry Pi Server, der natürlich jetzt nicht mehr auf dem Raspberry Pi läuft, sondern jetzt läuft er natürlich auf dem Rechner. Der heißt halt jetzt nur noch so. Ich habe aber auch keinen Bock, den jetzt umzubenennen. Aber genau, das war halt mein kleines, so süßes Mini-Hotel. Ui. Aua. Sieht das Hotel nicht süß aus? Ein wunderschönes, kleines Mikrohotel. Nice. Und hier hinten habe ich auch nochmal eine zweite Version davon gebaut. Habe ich euch aber auch schon gezeigt. Oh mein Gott. Habe ich euch aber auch schon mal gezeigt. Also das Gesicht ist nicht von mir. Ist aber süß. Ne, hier die Ruine quasi davon. Oh. Okay. Ist das hier? Ja doch, ist mein Hotel. Ist ja hier auch meine Area. Spawn Hotel Work in Progress. Das heißt, hier muss jemand dran gebaut haben, der Area-Berechtigung hatte. Was ja nicht so viele sind. Die Frage ist nur, warum? Das sollte doch eine Ruine bleiben. Och man, no. Schweinerei. Egal. So etwas kommt davon, wenn man auch noch andere Leute auf dem Server hat, die moderieren dürfen und damit auch, ne, das Area-Privileg haben, also das Privileg haben, in anderen Areas zu bauen und dann Sachen machen, die nicht abgesprochen sind. Direkt mal alle Moderatoren kicken. Bann. Für immer. Nein, mache ich natürlich nicht. So. Genau. Also wie gesagt, den Server hat er ja auch hier. Hat sich auch schon mal gezeigt gehabt. Das heißt, die beiden laufen jetzt an sich wieder. Ne? Die habe ich jetzt quasi portiert, weil das war ja noch damals bei, alles für meine alte, für mein altes System gedacht gewesen, als ich noch Knoppix hatte. Und als es noch mit der 32-Bit-Version von MyTest lief. Das heißt, ich muss jetzt eine neue Version kompilieren, halt für 64-Bit, Ubuntu. Und habe dann die Sachen entsprechend umgelenkt. Auch die Pfade stimmt natürlich nicht mehr. Jetzt stimmen die Pfade wieder. Also, ne, man sieht ja, Server laufen wieder. Das heißt, sobald ich dann Glasfaser habe und genug Bandbreite habe, kann ich dann die Server tatsächlich auch wieder ins Leben rufen. Bis dahin bleibt die Server aber erstmal außen vor. Der Raspberry Pi Server, also der auf dem echten Raspberry Pi, den lasse ich tatsächlich laufen, einfach weil der sowieso nicht viel kann. Das heißt, der wird auch meine Bandbreite nicht so sehr in Beschlag nehmen. Genau. Ah. Gibt's noch was zu erzählen? Was Neues? Nur eigentlich nicht. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich noch ein bisschen rumspielen. Die Frage ist nur, was könnten wir machen? Ich finde das Bild süß. Also nicht das Bild, also klar, das Bild natürlich auch, klar, keine Frage. Aber zu dem Bild gibt es eine ganze Serie. Die muss ich mal ganz kurz raussuchen. Wartet mal ganz kurz. Wo sind sie? Eieiei, zum Glück habe ich den Pause-Screen aktiviert. Ah.
So, kann ich jetzt hier einfach, ohne dass irgendwelche Not Safe for Work Bilder kommen? Da, genau, perfekt. So. Achso, haben wir so hier. Es ist also eine Bilderreihe mit vier Bildern. Ne? Erst hat so eine Miku, wie sie da vorbereitet. Falscher Bildschirm, da. Dann Party macht, beim Party macht nicht aufpasst und sich erstmal total verheddert. Und weil dabei alles kaputt geht und sie keinen Bock mehr hat, dann einfach total genervt ins Bett geht. Ja. Fand ich, als ich die Bilder gesehen habe, ganz niedlich. Deswegen habe ich mir auch die Bilder halt runtergeladen und sind jetzt Teil von meinen Hintergrundbildern auf meinem Desktop. Quatsch, nicht runtergeladen. Nicht. Also ich hatte die schon die ganze Zeit. Die waren in einem von meinen Bildergalerien mit drinne, die ich hier halt so als Riesenpacks gedownloadet hatte. Und sind mir aber halt über den Weg gelaufen und seitdem habe ich sie halt auch mit in dem Ordner, den ich als Bildschirmschoner benutze. Ne, da habe ich eine extra Zusammenstellung gemacht. Wobei eigentlich auch nicht wirklich. Habe ich einfach nur verschiedene Bildergalerien reingeschmissen. Aber gut. So, jetzt schnell weg hier mit dem FSK 18 Zeug. Sonst kann ich den Bildschirm nicht wieder aktivieren. Genau, du kannst auch weg. Ach ja. So, weg damit. Und wieder Bild. Sehr schön. So, dann wollen wir uns gucken. Was könnten wir denn die restliche Zeit noch tun? Zum Beispiel könnten wir noch ein bisschen. Oh, wird dort kein Server, ist ein bisschen Aktivität. Könnten wir da einfach mal ein bisschen joinen? So, damit sie auch weiß, dass wir gerade live sind. Ah, Quatsch. Sind wir ja gar nicht. Schon wieder. Damit sie gerade weiß, dass wir hier Aufnahmen machen. Welches Passwort nehmen wir denn da? That's a good question. Ich würde mal sagen, wo es thematisch passt, nehmen wir einfach mal das. So, das kannst du jetzt noch mal. Sehr schön. Hoffentlich werde ich auch später noch wissen, welches Passwort ich da genutzt habe. Weil das Schöne ist, bei meinen Servern, wenn ich das Passwort irgendwann vergesse, also vergessen habe, welches Passwort ich für welchen Server benutze, kann ich dieses Passwort einfach zurücksetzen. Das ist hier nicht so leicht. Es gibt nichts Besseres als Apfelsaft. Veganer Apfelsaft. Willkommen. Moin. Moin. Oder. Nee, doch. Ja. Mit Konnichiwa brauche ich den jetzt nicht kommen. Weiß sowieso keiner, was das bedeutet. Und auf lange Erklärung habe ich keinen Bock. Moin. Mach. Grad. Braucht jemand Holz? Ist schon mein Holz. Mach grad. Aufnahme. Ich hoffe, stört nicht. So. Jetzt hat kein ist aber gerade nicht on, ne? Das ist natürlich dezent schade. Ich finde auch immer noch schade, dass es dieses Feature nicht gibt, was ich mir so sehr wünsche. Es gibt es ja, wenn man hier, wenn man Servers aufruft, da sieht man ja, wenn man hier so drüber geht, ich mache jetzt mal hier JJK1. Bam. Wenn man hier drüber geht, dann sieht man gerade, wer gerade on ist. Ne? Ronix, Deinisch, na, Leo, Ghost. Dass es dieses Feature nicht direkt in meinem Test selber gibt. Dass, wenn man also im Homescreen ist, also ungefähr so hier, und man hier mit der Maus drüber fährt, dass man dann, und ne, dann wäre schön, wenn man dann auch so eine Liste hat. Aber hier, Latenz hat man halt dieses Quick Information. Hier hat man irgendwelche andere Kacke. Aber hier einfach so als Tooltip, also auch so als dieses Aufploppfenster, einfach auch diese Liste, wer gerade on ist. Da könnte man gucken, sind da Spieler drauf,
nach denen ich gerade suche. Zum Beispiel ist hier halt JJK1 gerade on. Wenn nicht, brauche ich mich mit dem Server gar nicht verbinden. Ja, von daher. Alles gut. Nö. Ja. Okay. The question is, was machen wir hier? Ich war zwar auf dem Server schon ab und zu mal drauf, aber ich habe hier produktiv nichts gemacht. Ich finde es übrigens immer wieder schön, ne? Ich meine, JJK1 und Sören, die kenne ich ja beide von meinen Servern. Und es ist natürlich immer schön, wenn ich auf deren Server raufgehe, zu sehen, dass ich sie mit manchen Sachen inspiriert habe. Wobei ich persönlich sagen muss, das hier mit diesen verschiedenen Diamanten, die sie hier, also mit diesen verschiedenen Edelsteinen, die hier so gemacht sind, da hatte ich tatsächlich bei mir damals überlegt, ob ich das überhaupt so mache auf meinem Server, weil das vom Design her jetzt nicht unbedingt so geil ist und es auch ein bisschen angeberisch ist, sage ich jetzt mal. Und deswegen hatte ich damals überlegt, ob ich das überhaupt machen sollte. Aber scheinbar war die Idee so gut, dass das andere tatsächlich auch machen. Habe ich wieder einen Trend gesetzt. Sehr geil. Die Tafel sieht ein bisschen kahl aus. D-Rang-Shop bei der Spawn Mall. Okay. Spawn-Plakatwand. Nice. Ein Schild, $20. Hui. Perfect K1 oder Debian 44. Wir haben $5. Das ist nicht so viel. Hier geht es nicht weiter. Schöne Pflanzen. Wow. Ernsthaft? Immer diese Spieler, die sich irgendwelche super komischen Namen geben, wie hier zum Beispiel WC. Danke dafür. Wie macht man einen Verkaufsblock? Hier gibt es auch ein Handbuch, Junge. Oh. 8 mal Holz und in der Mitte Gold. Ingot. Oder was ist richtig? Ah, nee. Sorry. Hallo, join the game. Hallo, hallo. Sorry, in der Mitte Gold. Block. Hallo, hallo. Was mache ich denn hier? So. Hallo, hallo. Da hatte jemand die gleiche Idee. Scheiße. Ja. Okay. Oh, ich hasse. Ne? Sören. Ah, die regt sich ja über diesen neuen Ton auf, ne? Das meint er, dass jetzt einen neuen Sound-Theme hat, ne? Und dass ihr der nicht gefällt. Ich meine, gut, ich bin jetzt auch nicht. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Sounds besser sind als die alten. Aber ich habe jetzt auch kein Problem damit. Womit ich aber ein Problem habe, ist bei meinem Klon dieser hässliche Zoom, wenn du rennst. Dass er denn sich dann hier so reinzieht, so richtig, so aggressiv. Das ist doch, ich meine, wer macht denn sowas? Ja. Finde ich nicht so geil. Vor allem, ich meine, klar, wenn man schnell läuft, dass sich dann das Blickfeld verändert. Der hängt ein bisschen hinterher. Dass sich denn das Sichtfeld verändert. Oder vielmehr die Wahrnehmung. Da kannst du jetzt bitte aufhören, nachzuhängen? Danke. Ist ja schon richtig. Aber eigentlich eher so ab 90% der Lichtgeschwindigkeit oder so. Na gut, also eigentlich schon vorher, aber ich sag mal, wahrnehmbar frühestens bei so 1-5% der Lichtgeschwindigkeit. Ja, da fängt sich dann an, das Lichtfeld zu verschieben, aufgrund der, ne? Aber ich glaube nicht, dass wir hiermit auch nur annähernd 1% der Lichtgeschwindigkeit laufen. Wage ich zu bezweifeln. Also warum gibt es hier diese Sichtfeldveränderung? Das macht überhaupt keinen Sinn.
Und es sieht halt ultra scheiße aus. Liebe Wusi. Ich weiß, du hast mit Mindclone entwickeln aufgehört. Ha? Aber dieses Feature war ein schlechtes letztes Geschenk. Vor allem, weil man sieht hier, ne, wenn der Server hinterherhängt, dann ist das Ganze gleich noch schlimmer. Ja. Oh, das ist ein schwarzes Gebäude. Hexenhaus. Ja, Zoom gibt es natürlich auch keinen. Ach. Wie sehe ich denn aus? Funktioniert nicht. Wie kann ich mein Aussehen ändern? Wow. Hübsch, hübsch. Ein Lagerhaus. Wobei das hier weniger aussieht wie ein Lagerhaus, sondern eher so wie so eine Verkaufsfläche. Eigentlich hat er noch Icons? Wow. Denkt ihr ganz schön hinterher. Was ist denn hier los? Ja, der hängt ganz schön hinterher. Okay, dann verlassen wir das Ganze mal lieber. Das ist sehr heftig. Das ist ein deutscher Minecraft-Server, auf dem das Game Minecraft 2 läuft. Mit Travelnet, einem Goldsystem, Protection, Woodcutting und noch vielem. Oh, der hat auch Woodcutting drauf. Nice. Mapchen und bla 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 bla. Discord, jedes herzlich willkommen. Interessant. Was ist ein Temp? Ja, whatever. Gab's noch irgendwas, was ich. Irgendwas wollte ich noch. Ich weiß nämlich nicht mehr. Aber zeigen. Was war das? Irgendwas wollte ich noch zeigen letztens. Jetzt habe ich es aber echt vergessen. Das ist natürlich dezent traurig. Was ich übrigens noch trauriger finde, ist das hier. Er kriegt eine Krise. Er kriegt eine so harte Krise hier. Ja. Ach ja. So, weg mit dir. Achso, siehst du, kalter. Nein, bitte da. Dankeschön. Gab es noch irgendwas, was ich zeigen wollte? Ich guck mal hier. Bei meinem Spiel. Gab es hier irgendwas? Nee, ne? Tja, okay, das. Die CPU. Nee. Was ist denn das hier? Achso, Pedally Pack. Okay. Tja, weiß ich nicht. Letztens wollte ich noch irgendwas zeigen. Aber fällt mir gerade nicht ein. Na gut, okay. Ja, ich würde mal sagen, dann können wir die Folge auch an sich so als wir beenden. Ich glaube mal, da kommt nichts mehr. Ja. Das hier rausgeschalten habe ich? Habe ich. Okay. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Gut. Na dann, sieht man sich dann später mal irgendwann mal wieder. Eine Folge mache ich wahrscheinlich noch. Ich mache immer 4 Folgen. Warum auch immer. Und dann schauen wir mal. Bis dann.